Ja, herzlichen Dank, auch danke für die Einladung. Ich denke, das Besondere an diesem Haus ist der Ort und dass dieses Haus keinen weiteren Namen braucht als Haus am Dom, bedeutet für mich, und das war auch das erste Mal, als ich diesen Namen hörte, hier gibt es sozusagen einen ganz großen Anspruch. Es ist als Haus gedacht, sozusagen ein in der Tat Zentrum zu werden, das viele Glas, die Transparenz lädt ein, reinzukommen, und der Dom steht nicht nur im Schatten des Doms, sondern auch in direkter Beziehung dazu. Und wenn man so am Museumsufer sitzt und sich überlegt, wie man vielleicht doch nochmal stärker in die Stadt kommen könnte mit seinen Veranstaltungen und möglicherweise einen weiteren Veranstaltungsort in der Stadt findet, passiert es natürlich sehr schnell, dass wenn der Anruf von einem Freund kommt, zu sagen, könnten Sie sich vorstellen, mit uns zusammenzuarbeiten, sofort und spontan ein Ja zu sagen. Allerdings, Haus am Dom, die Katholen, okay, wir haben auch türkische Filmreihen. Warum nicht katholische? Er kam dann mit dem Vorschlag, die Reihe zu nennen, Gott, ein Mensch, daraufhin sagen wir uns die Kinoabteilung, um Gottes Willen. Da kommt keiner, wenn eine Reihe so heißt, ich sage jetzt, lasst sie mal, also irgendwie müssen sie sich ja auch positionieren, weil wenn man Haus am Dom hört, ist dann Akademie der Rabanus-Maurus-Stiftung, da steht dann irgendwo katholische Akademie, aber irgendwie werden sie ja ihr Programm sozusagen in die Stadt bringen müssen und gleichzeitig klar machen, dass sie katholisch sind. Insgesamt. Ich kenne halt nur evangelische Akademien, die sind grauenhaft wegen dem Taunus, und es gibt da nach wie vor. Ja, so ist es. Es schreit so aus. Es schreit so aus. Das ist aber so. Es gibt da nach wie vor den Pfefferminztee und die belegten Brötchen, und sie denken, das ist 70er Jahre und da ist auch was versäumt worden. Und natürlich, wenn die Akademien, seien sie nun evangelisch oder katholisch, irgendwo weit abliegen, dann mag das vielleicht kontemplativ sein für die Teilnehmer. Andererseits wirken solche, denke ich, Versammlungsorte eben nicht in eine so lebendige und auch natürlich komplizierte, in ein kompliziertes Stadtgefüge wie das Frankfurter hinein. Gut, dem Kulturprogramm entnehme ich, dass das Haus am Dom aber sich nicht in dieses Haus zurückziehen will, sondern einen starken Expansionsdrang hat. Ich habe nämlich zu meiner großen Verblüffung vorhin gesehen, dass ein Großteil des Kulturprogramms am Museumsufer stattfindet. Ich finde diese Zusammenarbeit sehr, sehr gut. Natürlich sind wir erpicht darauf, wie gesagt, hier im Haus wahrgenommen zu werden. Ich habe keine Provokation, ich weiß nicht. Ich denke, wenn die katholische Kirche sich zum Beispiel des Themas Films annimmt, wird sie dafür gute Gründe haben. Sie hat das schon immer getan, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg, sich intensiv mit Filmen auseinandergesetzt. Die Hintergründe dafür sind mir nicht bekannt, also ob es sozusagen etwas Missionarisches gab. Ich kenne nur die, natürlich sozusagen das Zensorische an der Arbeit der katholischen Kirche noch in den 50er Jahren, eben sich intensiv mit den Inhalten und insbesondere mit Anstößigkeiten von Filmen auseinanderzusetzen und dann da Empfehlungen an die Gemeinde auszugeben, die ja damals auch durchaus noch befolgt worden sind. Ja, ich denke weiterhin, dass die katholische Kirche auf diesem Weg sich vielleicht eben nicht nur an die Bildungsbürger zu wenden und auch etwas mehr von ihrem Programm auch nach außen zu geben und vielleicht auch nicht immer nur zu verschleiern, was sie eigentlich vorhat. Dass sie sich auf dieses Thema Film, Religion und Soziales durchaus einlassen sollte, weil Film dafür besonders geeignet ist. Als Museum sind wir konfrontiert und tun es gerne mit rabaukigen Jugendlichen, mit Kindern und Jugendlichen, auch aus sozial schwachen Milieus, mit ausländischen Jugendlichen, die heute Jugendliche mit Migrationshintergrund heißen, woran aber jedenfalls ihre Probleme dadurch nicht verändert werden. Wir denken, dass Film etwas ist, was Kinder und Jugendliche lieben. Sie sind damit vertraut, es ist ihr Medium, und ich denke, dass wir
gemeinsam zum Beispiel über dieses Medium mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen können und vielleicht auch ein bisschen Sozialarbeit dabei leisten und sie vielleicht noch etwas erreichen können, was mir gar nicht im Sinn liegt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.